Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich hoffe, euch geht's wieder gut da draußen. Ihr wart wieder fleißig und habt mir etliche Nachrichten und Fragen über Instagram geschickt. Die meistgestellte Frage so in den letzten 2-3 Wochen war: Hey Luis, danke für den Tipp. Beziehungsweise danke für das Video über den Numark Mixtrack Pro 3. Ich habe mitbekommen, dass viele von euch schon diesen Controller oder auch einen anderen Controller durch meine Empfehlung, sage ich mal, schon sich gekauft haben. Und ja, die meistgestellte Frage war einfach so: Hey Luis, ich besitze jetzt einen DJ-Controller. Wie bekomme ich jetzt meinen ersten, beziehungsweise wie bekomme ich generell Auftritte, Gigs, wie werde ich als DJ gebucht? Darum geht es heute in diesem Video. Bevor wir aber starten, Leute, ich habe wieder eine kleine Überraschung, nicht, aber eine kleine Ankündigung, sage ich mal, was jetzt die nächsten Tage hier noch passieren wird. Ich bin so gehypt, ich freue mich schon auf dieses Projekt und ich zeige es euch mal kurz. Freunde, was haben wir denn hier Schönes? Ist das nicht nice? Leute, mein PC-Tower ist endlich da. Ist natürlich nicht der fertige PC, sondern ich werde mir den PC zusammenstellen lassen. Also ich habe mir die einzelnen Komponenten bestellt und werde die dann mit einem Kollegen zusammenbauen. Und dann heißt es, Leute, streamen, zocken, Musik machen, quatschen, kochen, backen. Okay, kochen, backen jetzt nicht. Aber Leute, das wird ein geiles Projekt. Ich habe so Bock drauf und ich habe jetzt echt gut Geld wieder investiert. Ich habe endlich mal wieder ein bisschen upgraden können. Und ich wollte jetzt nicht wieder neue Sachen in meinen alten PC stecken, weil er hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, der ist jetzt 8 Jahre alt oder so. Und ich habe einfach gesagt, komm, jetzt holst du dir einen PC, beziehungsweise einzelne Komponenten, die ich dann zusammenbauen werde. Gut, ich jetzt nicht, aber mein Kollege. Und ich habe mir dabei überlegt, dass ich einfach die Jahre nicht wieder einen neuen Tower kaufen will, sondern einfach nur vielleicht eine neue CPU, eine neue Grafikkarte und so. Das heißt, ich muss da nicht komplett alles wechseln. Ich bin mega gehypt, Leute. Ich denke mal, es wird ungefähr noch 2 Wochen dauern, bis wir das gute Stück hier fertig haben. Heute, wie gesagt, kam der Tower. Ich kann euch ja mal kurz sagen, welcher das ist. Wie gesagt, das hat alles mein Kollege rausgesucht, der sich da besser auskennt als ich. Und zwar ist es der NZXT H510i. Ja. Sieht auf jeden Fall geil aus. In der Farbe schwarz, Verpackung ist jetzt weiß. Ich war jetzt echt ein bisschen geschockt, wo ich nach Hause gekommen bin. Der stand jetzt einfach so vor meiner Haustür, weil ich war ja nicht zu Hause. Und ich dachte mir so, okay, kann man mal machen. Jeder sieht, dass es ein PC ist. Jeder hätte diesen Karton einfach mitnehmen können. Aber er war da draußen in der Kälte bei minus 8 Grad oder so. Ich habe ihn ein bisschen aufgewärmt. Aber Freunde, ich habe mega Bock. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt. Dass es in Zukunft bald richtig fette Streams gibt und dass wir flüssig streamen können. Das war so der Hauptpunkt, warum ich mir eigentlich einen neuen PC gekauft habe. Wenn ihr wollt, kann ich gerne ein Video dazu machen, wie ich den ganzen PC aufbaue, welche CPU ich verwende und so weiter. Genau, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und Leute, das war noch nicht alles. Ich weiß, viele mögen das nicht, wenn ich irgendwie über ein Thema spreche oder ein fettes Thumbnail mache und dann über irgendwas anders quatsch. Aber ich habe Bock drauf, Leute, und ihr wollt ja immer up to date sein. Deswegen, wie gesagt, Tower ist da und natürlich ein neues Paket von Amazon. Ich wollte eigentlich noch ein Video hochladen vor dem Black Friday und vor Cyber Monday, weil ich wollte euch so zeigen, wo man ein bisschen was sparen kann und was ihr euch kaufen hättet können und so weiter. Aber Freunde, ich habe echt lange überlegt, ob ich es mir auch kaufen soll. Viele werden jetzt denken so, what the fuck, warum kaufst du dir sowas? Und zwar, hier ist es, Leute, ein Stream Deck von Elgato. Und ist zwar das Kleine, es war halt im Angebot. Ich habe jetzt 60 Euro bezahlt statt 100 Euro. Ich habe damit nämlich was richtig Geiles vor. Und zwar in den Streams, dass wir zwischen Zocken und Musik machen schneller wechseln können. Obwohl es eigentlich auch nur ein Mausklick wäre. Aber ich schau mal, was das Teil drauf hat. Wenn ihr Bock habt, dass ich dazu ein Video machen soll, dann schreibt mir das gerne jetzt unter die Kommentare. Ich würde sagen, Leute, wir starten jetzt eigentlich mit dem Hauptthema von diesem Video. Und zwar DJ-Aufträge. Wie bekommt man mehr Gigs? Wie bekommt man generell Aufträge? Und ihr könnt wieder fleißig in dem Video, also wenn ihr das anschaut, könnt ihr fleißig auch unten kommentieren, wenn ihr noch andere Tipps und Tricks habt für Gigs, also für Aufträge und so weiter. Und ich habe jetzt mal ein paar Tipps rausgesucht, die ich so angewendet habe für meine ersten Gigs. Ich muss sagen, wenn es um Aufträge oder Auftritte geht, bin ich jetzt nicht das größte Vorbild, weil bei mir ist auch gerade eine ziemliche Flaute. Der Vorteil ist halt, ich habe jetzt mehr Zeit, Vlogs zu drehen,
euch ein paar Tutorials wieder abzudrehen. Wir fangen jetzt nach 10 Minuten Gelaber mit dem ersten Tipp an. Und zwar ist es ja so, ihr müsst erstmal entscheiden, wo ihr auflegen wollt. Das heißt, wollt ihr Geburtstagspartys, wollt ihr Hochzeiten, wollt ihr Clubs, wollt ihr Hauspartys, Studentenpartys. Apropos Studentenparty, dazu kommt auch noch ein geiles Video. Da müsst ihr euch erstmal Gedanken machen, wo ihr halt auflegen wollt. Bei mir war halt der Hauptpunkt Clubs, weil ich liebe EDM, ich liebe Melbourne Bounce, ich liebe richtige dreckige Beats. Let's go back to the old school! Und deswegen mein erster Tipp für euch, und zwar, ich mache mich jetzt mal kurz wieder klein. Ich bin jetzt kurz auf die Homepage von Neuraum, also dem Club Neuraum. Das ist ja so der größte Club Münchens. Da bin ich auch ab und zu zum Feiern. Wenn man sich hier mal die Homepage anschaut, basiert die bei jedem Club eigentlich gleich. Und zwar, ihr geht auf die Homepage, egal welcher Club das ist, und geht einfach mal ganz nach unten. Also hier könnt ihr zum Beispiel die Events anschauen und könnt hier unten, das ist nämlich ganz wichtig und das wussten viele nicht, hier unten links oder rechts, kommt drauf an, wo das halt auf der Internetseite angezeigt wird. Hier unten befindet sich Impressum. Und wenn ihr da draufklickt, seht ihr zum Beispiel, wer Geschäftsführer ist, wie die Öffnungszeiten sind, Telefonnummer und so weiter. Und ihr sucht einfach mal nach der E-Mail von diesem Club. Ihr schreibt einfach eine E-Mail direkt an den Club. Am besten ihr sendet noch irgendwie einen Anhang mit. Ich kann ja mal kurz einblenden, was ich damals bei meiner ersten Bewerbung, man nennt es ja auch so Bewerbung, ich bewerbe mich ja um den Auftritt, was ich damals da als Anhang mitgeschickt habe. Und zwar habt ihr gerade gesehen, es ist einfach nur ein kurzer Ausschnitt von meinem DJ-Mix. Das heißt, die Geschäftsführung oder die Person, die dafür zuständig ist, die eure E-Mail empfängt, liest euren Text durch. Mein Name ist Luis. Natürlich schreibt ihr nicht Luis hin, wenn ihr nicht Luis heißt. Und dann schreibt ihr noch hin, warum ihr auflegen wollt, ob ihr schon Erfahrung gemacht habt. Das heißt, dass der Clubbetreiber oder die Person, die dafür zuständig ist, einfach schon mal euch ein bisschen näher kennt. Und ich habe halt einfach einen kleinen Videoclip mit angehängt, damit die Person auch sieht, aha, der Bewerber bemüht sich auch, macht auch Videos, macht auch YouTube, das könnt ihr zum Beispiel auch angeben. Und so könnt ihr an kleine Gigs kommen. Ich würde jetzt nicht am Anfang gleich in einem großen Club anfangen, sondern erstmal ganz klein, Geburtstagspartys, Studentenpartys, vielleicht auch mal bei euch daheim mit ein paar Freunden, wie zum Beispiel bei mir hier im Keller. Das war jetzt mein erster Tipp, also wie gesagt, Homepage gehen von dem Club, wo ihr gerne auflegen würdet. Ich gebe euch den Tipp, schreibt nicht einfach jetzt blind jeden Club an, sondern ich würde auch nur die Clubs anschreiben, wo ihr selber gerne feiern gehen würdet und wo ihr vielleicht schon öfters drin wart, damit ihr auch schon, ja, das Feeling so ein bisschen kennt. Und genau, das war jetzt, wie gesagt, mein erster Tipp. Homepage anschauen, runter, Impressum, E-Mail-Adresse raussuchen, kleine Bewerbung schreiben, Anhang mitschicken, let's go. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Wende ich jetzt nicht oft an, ist aber ganz cool, finde ich. Und zwar gibt es ein DJ-Forum. Wie gesagt, da bin ich jetzt kein Profi, aber ich habe schon mal ein paar Sachen drüber gelesen. Das heißt, man kann sich da registrieren, man kann sich mit anderen DJs austauschen. Und man kann zum Beispiel auch anderen irgendwelche Mixe schicken und fragen so, hey, was sagst du zu diesem Mix? Findest du den gut oder nicht? Ich glaube, das ist jetzt diese Internetseite djforum.de. Ich bin mir nicht sicher, Leute. Wie gesagt, ich habe damit noch nie gearbeitet. Aber da hat man die Möglichkeit, neue Connections zu knüpfen und sich einfach mit anderen DJs auszutauschen. Und man hat auch die Möglichkeit, wenn zwei DJs von dieser Plattform zum Beispiel in der Nähe wohnen und der eine zum Beispiel krank ist, kann der andere sagen, hey, ich hätte heute Abend einen Gig, bin leider krank oder kann zeittechnisch doch nicht auflegen, könntest du für mich einspringen? So könnt ihr dann auch neue Aufträge bekommen und euch ein bisschen bekannter machen, weil die Leute erwarten zum Beispiel den einen DJ, vielleicht kennen sie den auch noch gar nicht und dann kommt irgendein anderer. Ihr müsst euch natürlich absprechen, welches Motto auf dieser Party herrscht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der DJ gebucht worden ist wegen einer Hochzeitsfeier und ihr werdet gefragt, hey, könntest du einspringen, und ihr haut Vollgas EDM raus, ich glaube, da seid ihr ein bisschen fehl am Platz. Also das ist jetzt auch so ein kleiner Tipp von mir. Wie gesagt, habe ich jetzt noch nie angewendet. Ist aber auch eine Möglichkeit, an Aufträge, an Gigs ranzukommen. Finde ich ganz cool. Könnt ihr euch mal durchklicken. Ich verlinke es euch mal unten in der Videobeschreibung. Kommen wir zum dritten und auch letzten Tipp und somit auch der wichtigste Tipp meinerseits. Und zwar, wenn ihr Party-People seid, das heißt, ihr geht's oft feiern, ihr haut oft auf die Kacke, ihr betrinkt euch, was natürlich nicht schön ist, aber
wenn ihr das alles macht und ihr fleißig immer in einen Club geht, zum Beispiel jetzt immer in den gleichen, alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen, Leute, dann geht's doch einfach mal zum Besitzer oder zum DJ hin und fragt so, hey, ich bin auch DJ, könnte ich mal oder gäbe es mal eine Möglichkeit bei euch aufzulegen. Ihr könnt natürlich da auch wieder die Clubs anschreiben, wenn ihr euch so persönlich nicht traut. Aber wie gesagt, Face-to-Face ist immer noch besser als alles übers Internet. Es ist zwar übers Internet manchmal leichter, an die richtige Person ranzukommen, aber ich sage mal, in so kleinen Clubs ist es persönlich einfach viel, viel besser und ihr könnt euch mit denen auch ein bisschen austauschen. Und was ich noch dazu sagen will, es kann auch sein, dass der DJ kein Interesse zeigt und euch sofort abblockt und sagt, nee, keine Zeit dafür. Leute, nehmt es nicht übel, aber jetzt stellt euch mal vor, es gibt so viele DJs und jeder geht in den Club zum Feiern und es kommen 20 DJs gerade zu dem DJ hin, der gerade auflegt und sagt so, hey, ich will auflegen, müsst ihr auch verstehen, geht auch nicht. Deswegen sucht euch vielleicht einen Ansprechpartner. Wenn ihr immer in den gleichen Club geht zum Beispiel, dann lernt ihr auch die Leute kennen, die Türsteher, vielleicht auch den Chef, den DJ und so weiter. Ich selber zum Beispiel gehe auch oft in den gleichen Club bei mir hier in der Umgebung und ich kenne halt einfach jetzt schon die Leute. Ich kenne die Türsteher, ich kenne den DJ, ich kenne auch den Geschäftsführer. Aber ich lasse das alles locker angehen und sage, hey, wenn ihr mal Bock habt, dass ich auflege, sagt mir Bescheid, ich hätte auf jeden Fall Bock dazu. Bei mir ist es auch vorgekommen, dass ich von vielen Clubs, wo ich eine kleine Bewerbung hingeschickt habe, noch nie eine Rückmeldung bekommen habe. Nehmt es nicht persönlich, Leute, aber wenn am Tag vielleicht so 5 oder 10 in Anführungsstrichen Bewerbungen reinflattert, die können natürlich auch nicht jeden nehmen. Und ich kann euch einfach den Tipp geben, sendet einfach eine Videodatei oder so von euch mit, dass die ein bisschen was sehen, oder verlinkt euren YouTube- oder Instagram-Account, damit die einfach schon mal wissen, wer ihr seid, was ihr macht, welche Musik ihr auflegt. Und ich habe auch viele Anfragen bekommen, ob ich auflegen will, zum Beispiel in dem Club, aber läuft halt überhaupt nicht meine Musik, da bin ich auch nie drinnen, da gehe ich nie feiern und deswegen habe ich zu denen gesagt, danke für die Anfrage, aber ist leider nicht meins. Das waren eigentlich heute so meine Tipps, also nochmal kurz gefasst, Homepage von dem Club, wo ihr zum Beispiel gerne feiern gehen würdet oder gerne auflegen würdet, Impressum nachschauen, unten die E-Mail-Adresse rauskopieren, E-Mail schicken, Anhang mitschicken und abwarten auf eine Rückmeldung. Es kann auch länger sein, es kann auch sein, dass ihr gar keine Antwort bekommt, es kann auch sein, dass ihr sofort eine Antwort bekommt mit einer Absage oder vielleicht eine Zusage, was sehr, sehr geil wäre. Dann gibt es die Möglichkeit über das DJ-Forum, kenne ich mich leider jetzt nicht gut aus, habe ich aber schon mal gehört. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal durchklicken. Und mein absoluter Favorite-Tipp ist einfach, geht in den Club, fragt die Leute, ob ihr auflegen könnt. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Und es gibt so viele Clubs, es gibt so viele Partys, wo man sich bewerben kann. Einen Tipp habe ich vielleicht noch vergessen, und zwar fragt vielleicht mal eure Freunde, die kennen auch wieder andere Türsteher oder andere Clubs, wo sie öfters drin sind. Fragt da einfach mal nach oder schaut auf Facebook oder tauscht euch mal mit anderen DJs aus. Und jetzt würde ich sagen, ich habe genug gelabert. Ich hoffe, die Tipps waren ein bisschen hilfreich für euch. Ich konnte dem einen oder anderen wieder die Frage beantworten. Genau, PC, wie gesagt, wenn ihr wollt, kann ich dazu ein Video machen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet oder andere Tipps noch kennt, dann schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Ich melde mich jetzt ab, Freunde. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns zum nächsten Video. Haut rein, bis dann. Und...